So, Freunde, jetzt haben wir hier die Brutal, die MV Agusta Dragster 800R, beziehungsweise sie heißt nur Dragster R. Aber man sitzt etwas höher wie bei der Brutale. Man sitzt höher und der Sitz ist auf jeden Fall, er ist ein bisschen straffer und härter abgestimmt. Das ist jetzt so der erste Eindruck, den ich jetzt direkt merke. Man sitzt schon echt anders. Quickshifter und Blipper, beide vorhanden, wie schon erwähnt. Und 30 PS weniger haben wir jetzt hier am Start. Ich habe natürlich vergessen, meinen Helm zuzumachen. Shame on me. So, jetzt sind wir startklar. Ihr hört jetzt, also falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke es hier oben in der Infobox. Da bin ich die Brutale 800 RR gefahren. Das ist, kann ich sagen, Gegenstück zur Dragster. Es ist halt einfach auf der Modellpalette aufgebaut, auf der hier, auf der Brutale. Nur halt ist bei der Dragster steht Style und Performance im Vordergrund. Heißt jetzt nicht, dass die 800er Brutale weniger performt wie die Dragster. Nur so gibt es im MV Agusta halt an, aber hier wird halt hauptsächlich das Augenmerk auf Design gelegt. Und den Style, und das merkt man auch, wenn ich euch die Maschine dann gleich nochmal zeige. Wir haben hier sehr weiten außenstehende Spiegel, Lenkerendenspiegel. Die kann man hier so, die kann man komplett einklappen, zeige ich dann auch noch später. Kann man aber halt auch hier in der Neigung verstellen, also man kann die sich schon schön einstellen. Man hat eine extrem gute Sicht, dadurch, dass die halt so weit nach außen stehen. Und es gibt aber optional noch richtige Lenkerendenspiegel, also was heißt richtige, nicht einklappbare, die halt entweder nach unten gehen oder halt die man sich nach oben stellen kann. Gibt es alles im MV Agusta Zubehörshop. Wer neu bei MV Agusta ist und diese Teile sucht, aber nicht findet, ich verlinke evolutionbike.it in der Infobox, nicht Infobox, in der Beschreibung. Dort kann man die ganzen Teile easy bestellen. Wenn die out of stock sind, sind sie halt leider out of stock. Dann kriegt man sie auch erstmal so lange, so schnell nicht wieder. Genau, so viel dazu. Jetzt muss ich hier mich konzentrieren, dass ich hier nicht falsch fahre. Ah ne, ich muss hier geradeaus. Oder? Ja, doch, doch. Genau, wir sehen hier auch diese Imbus-Eingänge, sage ich mal, Imbus-Aufnahmen. Und hier kann man, hier sieht man auch drei Strichchen. Und hier kann man mit einem Imbus dann eben den Lenker nochmal verstellen. Entweder nochmal ein Stück weiter raus oder ein Stück weiter rein, dass er so ein bisschen sportlichere Position hat. Aber generell ist es hier ganz normales Naked-Bike-Feeling. Man sitzt sehr aufrecht, sehr bequem, aber der Sitz ist härter auf jeden Fall, straffer wie bei der Brutale 800. Absolut, das merkt man direkt. Ach Gott, auf geht's, Opi. Ja, wie schon gesagt, 800 Kubik, 110 PS. Newtonmeter schreibe ich hier hin, weiß ich nicht auswendig komplett genau, deswegen ergänze ich das hier noch. Hanau, Maintal. Ich fahre gerade aus wie vorhin. Also man merkt, also der Originalsound ist. Oh, also wenn die Drehzahl kommt, ehrlich gut, nicht schlecht. Aber mit dem Fresco Trio Corsa aus Puff von MV Agusta ist es ein enormer, immenser Unterschied und eine ganz klare Empfehlung, wenn man halt vorausgesetzt 1800 Euro übrig hat oder ausgeben will. Oder beides.
Das ist schon eine Nummer für einen Slip-On, der aber wirklich ein ganz anderes, brutales Motorrad daraus macht. Handling ist ein 200er Reifen, also die brutale 800 hat einen 180er Reifen und das Handling war da deutlich spielerischer. Boah. Aber die gehen nicht schlecht, die 110. Boah. Oh, stimmt, ich habe ganz vergessen, dass sie hier aufs Hinterrad will. Boah. Die hat keinen Lenkungsdämpfer hier im Vergleich zu den RR-Modellen, die mit 140 PS haben. Alter, im zweiten Gang, what the fuck, das war direkt oben das Vorderrad. Oh. Geil, also die Emotion bei MV Augusta ist wirklich der Hammer. Aber ich spreche auch hier gleich den ersten Negativpunkt an, beziehungsweise die ersten beiden. Nummer 1, wir haben bei einem Baujahr 2023 keine Tankanzeige. What the fuck? Die Software bei der 1000RR ist dieselbe, augenscheinlich, ne? 100% wissen tue ich es nicht, aber sie sieht genauso aus, sie hat alle Funktionen, alles Mögliche. Aber sie hat keine Tankanzeige hier, als hätte man sie im Nachhinein rausgenommen. Aber ja, gut. Man hat aber, man kann das Ganze halt mit dem Tripzähler lösen. Man muss dann halt immer hier nullen. Das heißt, wenn man hier jetzt in dem Bildschirm ist, drückt man hier drauf, dann hält man das gedrückt. Muss man auf Trip 2 gehen. Dann hält man das gedrückt. So, und ihr seht jetzt hier, ich habe das jetzt hier genullt. Und jetzt könnt ihr dann ungefähr einschätzen, ist natürlich immer fahrweise abhängig, wie weit ihr kommt. Und wenn ihr nur noch 50 Kilometer Restreichweite habt, dann blinkt hier so eine rote Tanklampe auf, die euch dann sagt, yo, ich habe Durst, ich will tanken. Und dann könnt ihr halt eben tanken fahren. Und ich denke mal und behaupte als einfach mal, dass man im Umkreis von 50 Kilometern eigentlich immer eine Tanke findet. Selbst am Arsch der Welt in Südtirol war das bei mir so. Also man hat teilweise echt lange keine gefunden. Dann muss man halt so ein bisschen entspannter fahren, aber dann sollte man auch auf jeden Fall easy an der Tanke ankommen. Genauso viel dazu. Nummer 1 Negativpunkt. Nummer 2 Negativpunkt. Die 800er Modelle, hupsala, die 800er Modelle bei MV, die haben eine nicht so stabile Batterie. Sprich, die verliert recht schnell an Spannung. Was ihr vermeiden könnt, indem ihr das mitgelieferte Ladegerät, was MV mitliefert, bei jeder MV Augusta an euren Strom in der Garage anschließt. Wenn ihr keinen Strom in der Garage habt, könnt ihr einen Stromgenerator kaufen. Da mache ich mal ein extra Video zu. Ich verlinke aber einen in der Videobeschreibung. Hier mal ein Bild. Und die Dinger sind leider sehr teuer mit knapp 1000 Euro. Aber wenn ihr keinen Strom in der Garage habt, könnt ihr halt dann eben so eure MV oder was auch immer ihr für ein Motorrad habt, was auch geladen werden sollte, laden. Und ja, also ich habe einen Kollegen und ich habe mich im Forum beraten lassen. Viele, die das Problem haben, also es haben nicht alle. Bei manchen ist es überhaupt gar kein Problem, aber bei überwiegend den Leuten habe ich jetzt halt gehört, wenn man jetzt weiß, okay, man fährt in zwei Wochen nicht oder so, auf jeden Fall direkt ans Ladegerät. Bei einer Woche könnte es hier eventuell schon kritisch werden. Also wenn man weiß, okay, ich fahre jetzt vielleicht erst nächste oder übernächste Woche wieder oder halt, man weiß halt, wenn man weiß, das Bike steht ein bisschen, einfach ins Ladegerät und dann hat man gar keine Probleme und keine Sorge. Ich weiß, da denken sich jetzt die Leute, die Japaner fahren, wie jetzt zum Beispiel auch ich bei der Kawa, die Kawa oder eine Yamaha, eine Suzuki oder so, die stellst du, keine Ahnung, ein halbes Jahr in der Garage und es passiert halt nichts. Du startest die und die springt an, wie als wäre nichts gewesen. Also was Batterie angeht, sind die 800er Modelle bei MV etwas empfindlicher. Bei den 1000ern ist es nicht so, da haben sie andere Batterien genommen, größere, die halten die Spannung länger. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Genau, also das haben nur die 800er. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich hinfahre, dass ich auf die Landstraße komme. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Route gefunden auf die Landstraße. Aber die Motoren sind sehr laufruhig, die drei Zylinder. Sehr, sehr gut.
auch innerorts, ich checke jetzt gleich nochmal bei 30, bei der Brutale 800 konnte man im dritten Gang 30 fahren. Sollte man hier auch eigentlich ohne Probleme. Die Vibrationen, die kommen mit der Zeit, ja, aber sie sind jetzt nicht übertrieben. Sie sind aushaltbar. Ich werde gleich mal gucken, wie die Sicht in den Spiegeln ist, ab 100 oder aufwärts. Aber so vom Handling her, wie gesagt, schon die 800er Brutale ist da noch mal ein Stück handlicher wie die Dragster 800, was aber halt auch einfach an dem 200er Hinterreifen liegt, mit Sicherheit. Also ich bin da jetzt kein Profi, aber würde ich jetzt einfach mal sagen. Kurzer Sound unter der Brücke. Aber auch hier bei den mit 30 PS weniger, sehr smoother Quickshifter und Blipper. Das funktioniert richtig, richtig gut. So, und auch wie gesagt, für Original-Sound ist das echt okay. Und wer mehr will, der holt sich halt einfach den Fresco-Auspuff. Alternativ gibt es, glaube ich, noch von HP Corsa einen zugelassenen, von Akrapovic, aber der ist Single. Der hat keine drei Flöten. Und von QD Exhaust. Ja, von QT Exhaust auch noch, der soll auch sehr, sehr, sehr viel blubbern. Also habe ich auch schon Videos gehört und gesehen. Der ist auch echt stabil. Ist auch ein bisschen günstiger als der Fresco. Aber ihr kommt halt nicht drum rum, über 1000 Euro auszugeben für einen Auspuff. Leider keine Möglichkeit. Außer ihr findet einen gebrauchten, dann könnte das natürlich durchaus klappen. Aber neu starten die halt alle so bei 1400, 1500 aufwärts. Den Fresco gibt es in drei Varianten. Ich blende hier mal kurz ein. Einmal in Mattschwarz, das ist der günstigste. Dann Titan und einmal in blau angelaufenem Titan. Aha, Blitzer. Der kostet halt knapp 3000. Geil. Ey, die gehen echt stabil vorwärts. Ja, also hier oben rum, in den oberen Drehzahlbereichen, merkt man die 30 PS mehr deutlich. Aber das geht absolut nicht schlecht. Aber so blubbern vom Auspuff, das hat man mit dem Original nicht. Das hat man nur mit dem von Fresco. Jetzt muss ich hier nochmal gucken, wo ich lang muss. Oh, mega gute Sicht von den Spiegeln, wirklich. Aber der Nachteil, man ist halt auch ultra breit. Also so kannst du halt null filtern. Ich passe hier gerade so neben den Kollegen. Aber ja, so das Display halt von der Brutale 800 eigentlich genauso aufgebaut. Ah, der macht schon Platz, der Kollege. Nett. Ah, geil. Also das hört sich so gut an, diese Charakteristik hier oben. Oh, what? Ah, okay. Diese Klangart, die der Fahrer hier vorne ins Gesicht geschrien bekommt, das ist einfach der Wahnsinn. Und ja, das fehlt mir halt mittlerweile irgendwie ein bisschen bei der Cover. Ich glaube, ich muss jetzt geradeaus, oder? Ich glaube schon, ja. Ja. Boah, geil.
Ist das gut. Ist das gut. Und man hört halt sonst auch nichts. Man hört nur seinen Motor und, wenn man den gescheiten Auspuff drauf hat, seinen Auspuff. Man hört keine Getriebegeräusche oder irgendwelche anderen Geräusche. Man hört einfach nur das, was man als Fahrer hören will. Aber ein kleiner Negativpunkt noch. Das Display ist gut. Ist auch gut ablesbar, aber wenn die Sonne wie jetzt drauf scheint, sieht man nicht mehr so arg viel. Also das macht der BMW natürlich, das ist der King in Sachen Display, meiner Meinung nach, macht da deutlich besser. Aber auch Hersteller wie jetzt zum Beispiel bei der Cover habe ich jetzt auch keine Probleme bei direkter Sonneneinstrahlung. Die sind da einfach irgendwie wahrscheinlich heller oder andere Display-Technologie. Keine Ahnung. Aber so, man kann immer alles erkennen, ne? Bei Sonneneinstrahlung muss man halt mal ein bisschen genauer gucken. Aber alles easy machbar. Traktionskontrolle haben wir auf 5. Ich meine, es geht, also bei der 1000er geht Stufe 8. Ah ne, hier geht Stufe 6, okay. Ja, lassen wir mal auf 5. ABS, Wheelie Control haben wir bei der nicht. Nur bei den. Und an der Stelle wieder ein Voice-Over, weil das scheiß Mikrofon sich irgendwie, warum auch immer, wieder verabschiedet hat. War ja beim brutalen Video auch schon so. Also wie ihr sehen könnt, gehen wir jetzt nochmal kurz das Display ein. Also ihr habt links diesen Knopf, den könnt ihr reindrücken. Dann kommt ihr in dieses Dashboard rein, habt eine Übersicht über das Headset, über die Software-Update, Temperatur, Speed könnt ihr da einstellen, wann der Countdown bis zum nächsten Service ist. Und dann habt ihr euer Custom-Mapping. Also ihr könnt dann hier quasi die Gasannahme, das maximale Drehmoment, was der Motor hergibt, die Motorbremse auf Normal und Low stellen, dann das Motoransprechverhalten auf Schnell und Langsam. Und dann könnt ihr dann den Drehzahlbegrenzer nochmal auf Soft und Hard stellen. Den Quickshifter kann man auch ausstellen und wieder an, warum auch immer diese Funktion da ist. Also warum sollte man den ausschalten? Dann hier die üblichen Sachen im Dashboard. Kann man das Dashboard auch weiß machen. Wie ich jetzt dann auch gezeigt habe. Ja, jetzt ist es weiß. Rechts habe ich dann noch den Launch Control Knopf und das Tempomat. Beim Tempomat einfach gedrückt halten und dann stellt euch die Geschwindigkeit ein. Aber es fährt sich so gut, dieses Motorrad, so gut. Der Arsch vibriert aber ein bisschen, muss ich sagen. Wenn man so über die 6000 kommt, dann fängt es an, dass man im Arsch schon wirklich die Vibration merkt. Schon stärker auch. So, und jetzt gucke ich mal, dass wir hier. Ah ne, das ist scheiße. Ah, geil. Ja, lassen wir uns mal nicht lieber nicht blitzen. Dann drehe ich jetzt hier. Mach noch ein abschließendes kleines Fazit. Und dann geht's auch schon wieder zurück zu MCA und werde noch ein paar Onboard-Aufnahmen hier aufnehmen. Ja, ein V Augusta Dragster 800R. Nochmal kurz zusammengefasst die Negativpunkte. Batterie müsst ihr auf jeden Fall darauf achten. Laden, wenn ihr nicht fahrt, wenn ihr länger nicht fahrt als ein paar Tage oder eine Woche. Auf jeden Fall empfehlenswert, dann habt ihr auch nie Probleme mit dem Bike. Vorne Halogenschein. Ist es Halogen? Nee. Ich glaube schon, auf jeden Fall.
kein LED im Baujahr 2023. Ich glaube aber, der Lichtring hier ist aber dann trotzdem LED. Müsste ich nochmal nachschauen, ergänze ich dann hier. Und halt eben keine Tankanzeige. Das haben keine 800er von MV. Also da müsst ihr dann alle quasi, müsstet ihr das bei allen so machen, wie ich eben vorhin erklärt habe, mit dem Tripzähler nullen und dann eben, wenn die Tankanzeige rot leuchtet, dann eben zum Tanken fahren. Ja, Style und Performance. Performance ist für 110 PS echt ordentlich stabil. Geile Fahremotionen, geiler Klang vorne beim Fahrer. Auspuff könnte ein bisschen mehr kommen, ein bisschen satter. Aber da werden ja auch gute Alternativen angeboten, die leider halt sauteuer sind. Aber das Bike sieht optisch ultra geil aus. Und die R-Modelle sind sozusagen der Einstieg in die MV Augusta-Welt. Die jetzt hier auch, aber die ist schon wieder teuer, ne? Ich meine, die liegt neu bei 15.000 bis 17.000. Für ein 110 PS Bike ist das schon krass. Die brutale 800 Rosso bzw. R mit 110 PS, die kriegt man so ab, ich glaube, ich habe mal geguckt, so 13.000, 14.000 rum. Die R-Version, also die RR-Version mit 140 PS von der brutale 800, die bekommt ihr ab 18.000, 19.000 rum. Und die hier in der RR-Version mit 140 PS ab 21.000. Das ist schon, das ist halt echt krass, ne? Aber ihr bekommt auch, also die 140 PS, mehr braucht man absolut nicht. Im Prinzip reicht das schon für die Landstraße mehr als genügend. Und die ist echt aggressiv und bissig in den ersten zwei Gängen. Also nicht zu unterschätzen, wenn man sich da drauf hockt und denkt, oh ja, nur 110 PS. Nur, wenn man vielleicht mehr gewohnt ist, aber echt, echt nicht zu unterschätzen. Die 140 schieben dann nochmal ein Stückchen mehr. Und ja, jetzt zeige ich euch das Bike nochmal ein bisschen in einem kleinen Abschlussporn. Und dann war es das mit dem Video. Würde ich sie mir kaufen? Ich für mich persönlich, ich würde, wenn dann zu RR tendieren. Ich werde aber auch noch die F3 RR fahren, um einfach zu gucken, ob ich nicht sogar ein Supersportler-Typ bin, weil mir sagt es immer mehr zu, weil ich ja auch die Sitzposition von der brutale 1000 RR gewohnt bin und das taugt mir schon. Das heißt, ich fahre die auch nochmal Probe und dann wird sich's entscheiden. Aber die RR-Version von der ist auf jeden Fall ganz weit oben auf meiner Liste. Heißes Eisen auf jeden Fall und wie das da steht, einfach schön. Und jetzt ab in den Bikeporn. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Smoking in the backyard, crashing, I can't start. Blunts to the face when I race like it's NASCAR. Bitch, I've been my own plug, growing on my own drugs. Stepping to the dirt and I've been digging fucking bones up. Pretty fucking factual that I don't like a casual. I'm winging all the shit, I'm rolling deeper when the manual can't. Hard up in the paint, bitch, I gotta go deep. Rolling up first and I'm getting proceeds. I've been spilling codeine, I'm a fucking dope fiend.